Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Mose, heute aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 6. Da heißt es in Vers 2, und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr. Das steht so einfach da, aber was das heißt, ich bin der Herr, das ist diese Formulierung, Yahweh oder wie wir es im Mittelalter in vielen Übersetzungen finden, Jehova aus dieser Vermischung mit Adonai, den Vokalen. Und dieses Ich Bin, das drückt so viel Sicherheit aus, weil dieses Wort bedeutet, ich war, der ich war, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, ich bin der ewig Seiende, ich existiere immer und ich bin immer gleich. Denn wir haben vielleicht schon in Beziehungen erlebt, dass jemand heute lieb ist, aber morgen nicht mehr gleich lieb ist. Und das ist immer die Problematik. Du kannst dich also nicht auf etwas verlassen, weil die Person wie ein Fisch im Wasser tschip, 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 auf einmal weg ist. Und Gott gibt diese Sicherheit, dass er sagt, ich bin immer gleich in meiner Einstellung. Da brauchst du dich nie fürchten, dass ich heute lieb bin und morgen nicht lieb bin. Und was das heißt, wenn darauf würden wir ja in jeder Beziehung bauen, wenn wir uns jetzt mit jemand verbinden, dass der gleich lieb bleibt zu uns. Und nichts ist schlimmer, als wenn du dann erfahren musst, du sagst auf einmal, na, ich liebe jetzt die Person oder jene und dich nicht mehr. Und das ist das Schöne an Gott, wenn er sagt, ich bin, dass er immer dasselbe ist. Gestern, heute, morgen, seine Einstellung zu dir ist immer die gleiche. Er liebt, unabhängig von dem, wie du dich verhältst. Und das ist das größte Beruhigende daran, weil wir sind auch nicht immer ganz gleich. Nicht in der Morgenstunde sind wir vielleicht anders als wir in der Abendstunde. Die einen springen aus dem Bett und können sofort einen 100-Meter-Lauf absolvieren und die anderen, ja, vielleicht nach 100 Minuten wissen sie schon, wie sie selber heißen. Also das ist recht unterschiedlich. Dafür gibt es andere am Abend, die brechen schon weg, nur wenn sie 5 Minuten ruhig sitzen. Und die anderen, die laufen erst zur Höchstform auf, wenn es Mitternacht wird. Aber Gott ist immer der Gleiche. Egal um welche Uhrzeit, egal wie meine Einstellung, seine ist immer dieselbe. Auf ihn ist immer Verlass. Egal was passiert, egal wie ich das jetzt sehe. Und er hat eine Einstellung, die nicht immer leicht zu verdauen ist. Es war in der Oberstufe des Gymnasiums, da waren wir 16-Jährige, und dann kommt ein neuer Matheprofessor. Was, wir haben gezittert. Wir hatten schon so unsere Erfahrungen gemacht, hatten schon eine Reihe von Professoren da erlebt, die nicht ganz einfach zum Verkraften waren. Da war da eine drunter, die war gerade das Gegenteil von beständig. Wenn die bei der Tür hereinkam, wurde sie ganz genau von uns betrachtet und dann wussten wir schon, ui, da gab es zu Hause wieder irgendwas am Morgen und wir sind jetzt wieder die Blitzableiter. Die war sowas von unausgeglichen. Die konnte sowas von lieb sein und im nächsten Moment, da hättest du dich verkriechen können unter den Tischen. Und jetzt kommt ein neuer Matheprofessor herein. Ich dachte, wie wird der sein? Na, ein Vorteil ist ein Mann, da ist vielleicht schon ein bisschen mehr Ausgeglichenheit. Aber dann sagt er einen Satz. Und mit dem Satz konnte ich überhaupt nichts anfangen. Und ich habe lang über den nachgedacht. Beim ganzen Nachhausegehen und ich habe das einfach nicht verstanden. Aus dem einfachen Grund, weil ich erst 16 war. Heute ist mir der Satz ganz einfach vorgekommen, dass ich das damals nicht verstanden habe. Der kommt rein und zur Begrüßung sagt er, was ihr jetzt über mich denkt, ist mir völlig egal. Aber was ihr in 10 Jahren über mich denkt, das ist mir wichtig. Ja, die Schwierigkeit war, wir hatten ja noch nicht die 10 Jahre erlebt. Ich dachte mir, was meint der? Und dann hatten wir den, 3 Jahre lang. Und zwischendurch, bin ich überzeugt, haben ihn viele verflucht.
weil er so fordernd war. Aber spätestens nach der Matura, nach dem Abitur, war die Einstellung eine ganz andere. Weil da waren Mädchen dabei, da hätte ich alles gewettet, dass die die Matura in Mathematik nie schaffen. Denn die haben irgendwie, die waren spitze in Sprachen und in anderen Fächern. Aber Mathematik, da war irgendwie, das ging einfach nicht. Und der hat es geschafft, dieser Professor, dass alle durchgekommen sind. Aber nicht, weil er ihnen irgendwas geschenkt hat, sondern er hatte die Gabe, die unbegabteste Person, sich um die so zu kümmern, dass die durchgekommen ist. Und so ist Gott unterwegs. Der versucht alles, damit du durchkommst. Und dann einmal dort bist, wo er dich haben möchte. Als wir dann 10 Jahre später so ein Matura-Treffen wieder hatten, wo sich also die Schar wieder sammelt und so rückblickend nachdenkt, dann habe ich das aufs Tapet gebracht. Könnt ihr euch erinnern? Damals, wie der reingekommen ist, was ihr jetzt über mich denkt, nicht wichtig, aber in 10 Jahren, jetzt haben wir die 10 Jahre. Wie seht ihr denn das jetzt, nach 10 Jahren? Einstimmig, alle, das war der Beste, den wir je hatten. Und so ist Gott. Was du jetzt über ihn denkst, ist für ihn nicht so entscheidend. Aber was du eine Weile später über ihn denkst, das zählt für ihn. Denn mitunter sind Situationen in unserem Leben, mit denen wir einfach nicht zurechtkommen und uns fragen, ja, hat er mich jetzt noch lieb oder nicht? Warum passiert mir das? Und dann eine Weile später, ach so, wah, genial, wah, ist der lieb. Und alles, worum er bei uns ringt, ist Vertrauen. Vertrau ihm. Und das hat uns immer unser Matheprofessor gebeten, wenn wir nur mehr gestöhnt haben. Wenn wir haben wahrscheinlich zu 90% nur mehr Mathematik gelernt. Aber haben es auch lieben gelernt. Und mit der Zeit war das Ganze, wenn da wieder eine neue Aufgabe kam, oh, eine neue Rätselaufgabe, wir werden die jetzt lösen, was da wohl rauskommt. Und wir waren schon ganz gespannt. Und das und das und das und das. Der hat Appetit gemacht. Und Gott möchte uns durch sein Wort Appetit machen, ihm zu vertrauen. Das ist alles. Denn dann machen wir Erfahrungen, wenn wir ihm vertrauen. Und dann ist es einfach. Weil dann gehst du von einer Vertrauenserfahrung zur nächsten. Sagst du, das ist spitze mit dem. Er wirbt um dein Vertrauen. Er möchte dir klar machen, ich habe einen Plan mit dir. Und der Plan ist der Beste. Vertrau mir und folge mir einfach. Aus diesem Vertrauen kommt der Gehorsam. Und der Feind hat immer den Plan des Misstrauens. Da ist ja keine Freude und da kannst du alles vergessen. Und ja, das mag schon richtig sein, aber sündigen, das ist das Feine, wo Freude aufkommt. Das ist der Teufel. Das ist der Vater der Lüge. Und der andere, der Vater der Liebe. Und wenn wir nur die zwei Dinge einmal richtig einordnen können, was Lüge ist und was wirkliche Liebe ist, dann geht es uns gut. So hat er sich also Mose und Aaron vorgestellt und sagt ihnen, ich bin. Und das hat Jesus später auch gesagt. Als sie ihn fragen, wer bist denn du? Der sagt, ich bin. Dann hoben sie Steine auf. Und der macht sich zu Gott. Nicht, weil es ist. Und jetzt erklärt er hier in Kapitel 6 des 2. Mosebuches in Vers 3, ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen. Da frisst mich ja fast immer der Neid, wenn ich sowas lese. Der ist ihnen erschienen. Aber er erscheint dir auch, wenn du dir Zeit nimmst, dass er dir erscheinen kann. Aber er drängt sich nicht auf, sondern er wartet ab, ob du überhaupt zuhörst.
Da kam ich manchmal nach Hause und dann begrüßt mich meine Frau mit folgenden Worten: Ich habe dir dann noch etwas zu sagen. Also da könnte ich auszucken. Ja, dann sag's. Ja, später. Und da habe ich mir gedacht, was ist jetzt los? Ja, sag's schon. Ja. Drum sagt sie ja, ich habe dir dann noch was zu sagen. Ich habe Jahre gebraucht, um zu begreifen, worum sie jetzt ringt. Weil sie weiß, wenn ich da bei der Tür reinkomme, bin noch voll von den Gedanken des Tages, bin überhaupt noch nicht reif, zuzuhören. Aber durch diese Ankündigung war ich schon ganz gespannt. Wann kommt das jetzt endlich? Und meine Aufmerksamkeit wurde immer größer. Sie hat das wunderbar verstanden. Mich auf so eine Schiene zu bringen, dass ich nicht nur mit den Ohren höre, sondern auch mit dem Verstand und vor allem mit dem Herzen. Und darum geht's Gott. Er will dir noch etwas sagen. Und du sagst, ja, sag, was soll ich jetzt tun? Soll ich so? Na, was ist? Na, kommt nicht. Na ja, muss ich halt selber. Na, er wartet, bis du überhaupt in die Verfassung kommst, in diese innere Ruhe, dass du vorbereitet bist, das überhaupt aufzunehmen. Er sagt dir das nicht so im Vorbeigehen. Er wartet darauf, dass du stille vor ihm wirst. Das ist sein Plan. Und solange du nicht stille wirst, wirst du nichts hören. Und er erklärt hier, ich habe mich Abraham, Isaak und Jakob offenbart als Gott der Allmächtige, El Shaddai. Ich habe so ein Büchlein, wo die ganzen Gottesnamen drinnen stehen. Ich habe gedacht, da reicht eine Seite. Wie der sich offenbart. Auf welche Art und Weise? Und hier als der Allmächtige. Wir lesen das so. Ja, wenn der alle Macht hat und der mein Freund ist, ja, wo ist das Problem? Dann hat er ja alles im Griff. Der Allmächtige. So hat er sich ihnen offenbart, aber noch nicht mit diesem Namen Herr, nämlich so, wie wir es heute übersetzen, dieses Ich Bin, der ewig Seiende, der ewig Existierende. Ja, und dann erklärt er ihnen, was er alles mit ihnen vorhat. Und dann der schöne Vers 6. Er braucht einmal einen, mit dem er reden kann, damit es der wieder anderen weitersagt. Und Gott reicht es, wenn da eine Person ist. Mose genügt ihm. Wenn einer nur zuhört, der soll es jetzt den anderen wieder sagen. Darum sage zu den Kindern Israels, ich bin der Herr, nämlich eben, ich bin der ewig Seiende, ich bin immer der Gleiche. Vertrau einfach. Und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft, dieser Versklavung, erretten. Und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Wir betrachten hier das Buch Mose, weil der Exodus bevorsteht. Der Auszug aus diesem Planeten, der dem Untergang geweiht ist. Und wir kommen aber nicht selber fort, auch wenn wir so viele Milliarden hätten wie die Reichsten auf dieser Welt, die sich dann so eine Raumfähre leisten könnten, aber dann erst wieder zurückkehren müssen. Wo hast du da oben noch ein extra Quartier, so einen Zweitwohnsitz? Kannst nur ein bisschen raus und dann musst du wieder zurück. Aber er bereitet uns vor auf einen neuen Wohnsitz in diesem Universum. Und er sagt, ich will euch herausführen, ich will euch erretten, ich will euch erlösen. Von der Sklaverei. Nämlich wir stehen ja hier unter der Versklavung durch Satan. Der will uns da rausholen. Wie? Durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und das ist jetzt so schön. Wenn Gott seinen Arm ausstreckt, dann beginnt er zu handeln.
Und wenn er zu handeln beginnt, dann tut sich was. Und dann wird das auch so. Egal, wer da dagegen irgendwas unternehmen will. Und Satan ist für ihn so kräftig wie für dich, wenn du ein Steinchen nimmst und das zur Erde fallen lässt. So einfach kann Gott Satan behandeln. Aber er lässt ihm Freiraum. Viel zu viel in meinen Augen. Aber es ist halt nur in meinen Augen. Aber er lässt vieles ausreifen, dass uns die Augen aufgehen, wie dieser Feind ist, wie listig, wie heimtückisch, wie er uns vernichten will. Eben indem er unser Vertrauen zum Allmächtigen, der immer dasselbe ist, zerstören will. Wenn er das schafft, hat er gewonnen, der Feind. Und wenn du vertraust, dann hat er verloren, der Feind. Es geht ums Vertrauen. Die Bibel nennt es Glauben. Wenn also Gott eingreift, dann tut sich was, wenn er handelt. Und da steht, durch den ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Aha, das ist jetzt für den Exodus der Endzeit aber auch sehr interessant. Große Gerichte. Jetzt kommen dann die Plagen in Ägypten. Und in der Offenbarung kommen auch Plagen. Und vorher kommen die Posaunen vor den Plagen. Und all diese Elemente haben das Ziel, etwas zu bewegen. Warum kamen diese Plagen? Ja, damit ein Pharao wach wird. Und es dauerte lang, bis er richtig wach geworden ist. Und daher braucht es mehrere Plagen, mehrere Posaunengerichte auf diesem Planeten, dass die Leute wach werden. Der erste Weckruf war durch diese Covid-Zeit, da wurden so manche wach. Aber das war natürlich noch zu wenig. Aber es werden weitere Aktionen folgen. Der Teufel zieht alle Register und Gott lässt ihn das durchführen. Nicht, weil er uns quälen will, sondern will der Wecker dich quälen? Nein, er will dich aufwecken. Er möchte, dass du nicht zu spät bist. Weil wenn du zu spät bist und dann merkst, ich habe verschlafen, wie willst du das aufholen? Nicht, wenn die Engel schon herumschwirren und merken, aha, den nehmen sie mit. Du sagst, ich will auch. So stehst du nicht auf der Liste. Ist also günstig, vorher auf der Liste zu sein, dann kannst du ganz entspannt warten, bis der Engel dich mitnimmt. Vorher musst du natürlich noch verwandelt werden, weil wenn er dich so mitnehmen würde, wäre das dein Tod. Weil der ist viel zu schnell, da geht dir gleich die Luft aus, vor allem wenn du außerhalb des Planeten dich befindest. Weil da ist keine Lufthülle mehr. Wir brauchen also in allem dieses Vertrauen und die Vorbereitung. Damit, wenn dann die Engel ausschwirren, wir nicht zu spät sind. Darum weckt er uns vorher auf, durch Gerichte, damit wir trainiert sind, vorbereitet sind. Das ist das Schöne. Ich will euch erretten aus der Versklavung. Und das Interessante, wir haben ja das Sabbatgebot in den 10 Geboten. Das erste Mal in 2. Mose 20, dann in 5. Mose 5. Und jedes Mal ist es so, dass also eine Begründung für den Sabbat gegeben wird. Und beim ersten Mal, ja, der Herr hat geschaffen in 6 Tagen. Und der Herr, und am 7. ruht er, deswegen dieses Muster. Bei der zweiten Ankündigung, wo also die Gebote wiederholt werden, ist eine andere Begründung. Da ist es nicht mehr, weil ich der Schöpfer bin, sondern weil ich dich erlöse. Und das sind die zwei größten Elemente, die es gibt. Schöpfung und Erlösung. Als Johannes in der Offenbarung in den himmlischen Thronsaal schauen darf, also in die intergalaktische Schaltzentrale, sieht er dort den Vater auf dem Thron, dem zugejubelt wird als der Schöpfer, weil er den Auftrag gibt, wobei er dann letztlich das seinem Sohn übertragen hat. Aber von ihm geht's aus. Wenn du nicht in die Existenz kommst, dann gibt's dich nicht, dann bist du gar nicht da.
Also deine Entstehung ist das erste große Wunder. Du wurdest erschaffen. Es gibt dich, jetzt lebst du. Aber was hilft dir das Leben? Jeden Tag sterben Menschen. Und dann ist es wieder vorbei. Also es ist entscheidend, einmal zu leben, aber was hilft es dir, wenn du dann wieder nicht mehr lebst? Und daher ist Schöpfung und Erlösung. Das haben wir dann in Kapitel 5 der Offenbarung. Zuerst sieht Johannes den Vater auf dem Thron und dann sieht das Lamm. Zuerst braucht es einmal, dass dich überhaupt gibt und dann brauchst du, dass dich länger gibt, nämlich ewig gibt. Und damit die Leute aufgeweckt werden, lässt er Gerichte kommen. Wir haben hier eine Karte über den Islam. Und diese Karte zeigt den Islam in Europa vom 10. bis zum 12. Jahrhundert. Der Islam, jetzt kommt er gleich in Bewegung, die Karte merkt schon, jetzt wird sie wichtig, ein sanfter Windhauch, das sind noch nicht die Gerichte. Alles, was hier so olivgrün ist, das waren die Eroberungen des Islam um 700. Und jetzt sind wir schon im 10. und 12. Jahrhundert und der Unterschied ist jetzt nur, dass auch diese islamischen Reiche sich auf Familien aufteilen. Hier herrschen die Almoraviden, hier die Hamadiden, hier die Fatimiden, da die Seldschuken. Hier, die haben einen seltsamen Namen, hoffentlich haben die nicht zu viel getrunken, das Sultanat von Rom. Und so geht es hier überall hinauf, Karachaniden und die Ghazaniden, verschiedenste Familien, aber alle sind islamisch, so wie heute da auch verschiedene Staaten sind. Und der Islam bedroht Europa. Das war eine enorme Gerichtszeit für Europa, dass sie aufwachen. Und das ist Gottes Plan, wenn so gewaltige Bewegungen geschehen in der Völkerfamilie. Nicht hier war das Heilige Römische Reich deutscher Nation riesig, ging sehr weit nach Frankreich hinein, weit hinunter nach Italien bis zum Kirchenstaat. Hier war ein Königreich Ungarn, ein Königreich Polen und die aus der Ukraine würden diese Karte lieben. Da gab es ein Reich von Kiew. Nur wenn man dann genauer nachschaut, dann merkt man, Russen und Ukrainer sind ja eigentlich eh eins. Nur momentan werden sie zerpflügt, weil die USA entsprechend hier eingreift. Aber eigentlich wäre gedacht, dass sie miteinander in einem Reich sind, weil sie ja Brüder sind, alle Slawen. Dann sehen wir hier den Rest vom Oströmischen Reich, vom Byzantinischen, das dann in der Mitte des 15. Jahrhunderts untergegangen ist. Und hier breiten sich also in der heutigen Türkei Völker aus, die muslimischen Glaubens sind. Ich habe einmal eine Reise nach Tadschikistan gebucht, in Zentralasien. Das ist eben neben Afghanistan. Das ist da schon gar nicht mehr richtig drauf auf der Karte. Und dann gehe ich zum Reisebüro und sage, ich möchte nach Dushanbe. Ich sage, wie schreibt man das? Ich meine, die kennt sich auch nicht aus, muss sie buchstabieren. Gibt sie das ein? Ist nicht im Computer. Ich sage, ja wie? Ja, das ist nicht da drin. Da fliegt kein Flieger. Da gibt es eine Hauptstadt eines Staates, natürlich fliegt ein Flieger. Na, da gibt es nichts. Ja, hallo? Dann rufe ich einen an, der da als Fluglotse unterwegs ist, kommt da nie ein Flieger aus Tadschikistan bei euch vorbei? Fluglotse in Wien, sagt er, na, bei uns eigentlich nicht, die fliegen, aber nach München fliegen die manchmal, so einmal in der Woche. Und ja, der hat das dann irgendwie arrangiert. Und die fliegen alle über Istanbul. Also, wieso fliegen die ja gerade über Istanbul? Naja, weil das ein muslimisches Land ist. Und von München bis Istanbul war fast niemand an Bord und dort plötzlich hat es gewimmelt von Leuten. Und die flogen dann weiter
nach Dushanbe in Tadschikistan. Und was sie damals mir dann noch nicht so klar gemacht haben, aber was mir dann später klar wurde, warum das nirgendwo drinnen ist in keinem Reisebüro, weil kein Mensch da freiwillig hinfliegt, weil es da ein bisschen zu unruhig ist. Aber es ist muslimisch, Istanbul, und jetzt verstehen wir auch, warum die Türkei so gegen Israel jetzt wettert und sagt, wir sind im Krieg mit Israel. Und die Türkei ist aber jetzt dieser Brückenkopf nach Europa, ist einerseits in der NATO, ist andererseits noch nicht in der EU, ist für Russland, ist für USA, ist für alle, die die Hand aufhalten und sie füttern. Türkischer Basar. Aber hier ist eine Schlüsselrolle, denn hier ist die Begegnung mit Europa. Und all das, was jetzt da passiert, das werden wir noch in einem anderen Video dann sagen, hängt mit diesem ursprünglichen Zustand hier zusammen, wie sich das entwickelt hat, schon in früheren Jahrhunderten. Wir sehen jetzt die Ergebnisse davon. Nicht, wenn ich einen Menschen verstehen will, warum der so tickt, wie er tickt, nicht erstaunen wir ja manchmal. Ich denke, aha, so, wir sind überrascht. Und im nächsten Moment bist du wieder überrascht. Manchmal über die negative Entwicklung und manchmal über die positive Entwicklung. Und je mehr du dann von der Vergangenheit eines Menschen kennst, beginnst du zu verstehen, ach so, deswegen. Und je mehr du den Hintergrund der Familie kennst, denn du heiratest immer die Familie mit, wo der andere herkommt oder die andere. Und die Geschichte der Welt, wie sie sich entwickeln wird, können wir am besten einordnen, wenn wir wissen, wo das alles herkommt. Weil dann kannst du das einordnen, wo es hingehen wird. Weil wie es war, so ist es und wird es sein. Es ist nichts Neues unter der Sonne. Wenn die hier vor die Moslems immer so und so gehandelt haben, ja, dann werden sie auch in Zukunft so und so handeln. Die Dinge wiederholen sich. Und wenn man das alte Muster kennt, nicht wie bei Menschen. Wenn dich einer schon fünfmal angelogen hat in entscheidenden Punkten, na, was wird beim sechsten Mal sein? Du kannst darauf vertrauen, dass er dich wieder anlügen wird. Und wenn ich sage, er wird doch nicht noch einmal. Doch, er wird noch einmal. Der Mensch handelt von dem, wie er ist. Und aus der Geschichte heraus sehen wir gewisse Fixpunkte, an die man sich halten kann, wie man orientieren kann. Aber das Schönste ist jetzt in Bezug auf Gott, wenn er etwas zulässt, wenn er zuschaut, wie sich hier etwas entwickelt, dann hat das einen tiefen Sinn, damit für uns etwas offenbar wird. Und es werden enorme Gerichte auf uns zukommen, nicht nur aus dieser Ecke, weil da geht es ja gerade rund. Jetzt geht es ja erst richtig los, weil wir haben ja nicht nur die Hamas im Gazastreifen, sondern die Hisbollah im Libanon, gefüttert vom Iran, und da haben wir die Houthis in Jemen. Also da tut sich ja was. Aber in all dem kommt durch von Gott, ich will dich erretten aus der Versklavung. Ich will dich erlösen. Wie? Durch seinen ausgestreckten Arm, er beginnt zu handeln, und durch Gerichte, durch große Gerichte. Und wenn wir von Gerichten hören und von Tohuwabohu und Chaos auf diesem Planeten und was da alles passieren wird und Naturkatastrophen und Kriege und wer weiß was, dann wird es uns eng ums Herz, dann kriegen wir Angst. Und was besiegt die Angst? Der schon unseren Vorfahren erschienen ist. Ich bin der Herr. Ich bin immer der Gleiche. Meine Einstellung zu dir ist immer dieselbe. Ich liebe dich. Ich will dich erretten. Ich will dich erlösen. Er sagt uns, vertrau mir. Und folge mir. So einfach im Grunde. Wenn es ihm dann nicht einen Feind gäbe, der sagt, vertrau nicht, vertrau nicht. Darum hören wir besser,
nicht auf diese Einflüsterungen von der anderen Seite, sondern vertrauen dem, der sich tausendfach bewiesen hat und seine größte Hingabe in der Opferung seines Sohnes. Wie schön, so einen Gott zu haben. Wir wollen noch beten. Danke, unser Heiland, dass du gekommen bist, uns deine Liebe zu beweisen. Was braucht es mehr Beweise, als dass du bereit warst, dich für uns zu opfern? Als dass du bereit warst, hier Mensch zu werden, all die Herrlichkeit aufzugeben? Immer wirbst du um uns, immer ringst du um unsere Liebe, um unser Vertrauen. Denn deine Liebe zu uns ist jeden Morgen da, jeden Morgen neu. Ob wir jetzt verschlafen haben oder ganz frisch sind am Morgen, deine Liebe ist da. Und dafür danken wir dir. Amen.